Das, was ich machen wollte, das geht nicht. Ich wollte vom Longboard die Rollen abmontieren und da drauf klatschen, aber dann ist mir aufgefallen, die Rollen werden viel zu groß. Ich habe von der Früh an bis genau jetzt quasi nur gelernt für die Theorie. Habe gestern gelernt für die Theorie und ich habe am Wochenende gelernt für die Theorie. Ich hoffe sehr, einfach für meine Psyche, dass ich am Donnerstag die Vorprüfung positiv habe, damit ich sie dann am Dienstag nächste Woche die Prüfung wirklich bestehe, damit ich dann quasi nie wieder für diese Scheiß-Theorie lernen muss. Weil ganz ehrlich, Theorie-Führerschein ist in meinen Augen wirklich der letzte Schmutz, den man haben kann, schulischmäßig. Also da bevorzuge ich wahrscheinlich sogar noch normale Schule quasi. Aber Theorie lernen für den Führerschein ist einfach nur auswendigen Bullshit auswendig lernen. Und viel Spaß an alle, die dann den Führerschein machen und dann sich durch die Theorie quälen müssen. Ich hoffe, ihr habt es dann leichter zu lernen als ich. Versteht das auch nicht falsch, wenn ich sage, dass die Theorie zum Großteil Bullshit ist. Die Theorie ist natürlich wichtig. Das Problem ist halt einfach in dem Fall, Theorie und Praxis sind enorm und haben einen enorm großen Unterschied. Man kann die Theorie da teilweise mit der Praxis absolut nicht vergleichen. Voll viele Sachen, die du dann in der Theorie anwenden müsstest, kannst du in der Praxis teilweise nicht anwenden und auch irgendwie umgekehrt. Natürlich, manches schon, aber das meiste halt eben nicht. Was noch ein Problem ist, man lernt es nicht. Man lernt es nur auswendig, sodass man das einfach nur gespeichert ist für die Prüfung. Und dann der wichtigste Teil, das Wichtigste, was man wirklich braucht in der Praxis, das bleibt im Kopf hängen natürlich. Und der Rest ist weg so. Ich habe viele Gespräche schon geführt, weil ich mit sowas irgendwie schlecht umgehen kann. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum das so gemacht wird. Ich meine, es funktioniert ja offensichtlich, weil die ganzen Leute, die einen Führerschein haben, haben es auch geschafft. Deswegen werde ich es auch an sich schaffen. Aber es ist trotzdem scheiße. Nur weil es funktioniert, heißt es nicht, dass es gut ist. Und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, natürlich ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber die stimmen mir zu eigentlich 90% zu, wenn ich ihnen darüber berichte, dass ich es einfach nur scheiße finde und ich irrsinnige Probleme damit habe, auch das zu lernen so. Schlafenszeit. Ich habe vergessen, dass ich das Licht dann noch abschalten muss. Wir haben es jetzt 12:30 Uhr. Und kleiner Fact: Direkt nachdem ich die Szene mit dem Ich gehe ins Bett gemacht habe, bin ich auch schlafen gegangen. Das war ich glaube, 12, ungefähr so um den Dreh. Und jetzt habe ich während des Schlafens irrsinnig bekommen. Mein Magen brummt die ganze Zeit. Jetzt mache ich halt etwas, was man eigentlich vom Schlafen gehen nicht machen sollte. Und zwar essen. Was man durch zu viel Lernen Kopfschmerzen bekommen kann, ich habe es gerade geschafft. Ich habe sie nicht bestanden. Wir haben heute den Dienstag, den 6. Oktober 2020 und es ist 11:45 Uhr. Jetzt denkt sich der eine oder andere, ja, okay, hast die Vorprüfung nicht bestanden. Moment, es ist Dienstag. Genau, es ist Dienstag. Ich habe letzte Woche, dem Moment, ich habe letzte Woche, Donnerstag, dem 1. Oktober, erfahren, dass ich die Vorprüfung gar nicht brauche, um die Theorieprüfung zu machen. Im Nachhinein macht das total Sinn, weil ich habe mir schon irgendwie davor das hinterfragt, so mir gedacht, so, warum brauche ich die Vorprüfung, wenn ich aber
Grundwissen A und B auf der Webseite, wo ich das lerne, die Kapitel, ebenfalls die Prüfung noch simulieren kann. Da brauche ich doch keine Vorprüfung. Die sagt mir dasselbe, wie was ich beim Lernen, so wie bei der Simulierung der Prüfung schon weiß. Also ja, ich hatte heute die Theorieprüfung und ich habe sie nicht bestanden. Was aber vollkommen okay ist, wirklich. Es ist überhaupt kein Problem. Und warum ist es kein Problem? Naja, es ist fast gut, okay, gut, würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde es aber fast irgendwie so beschreiben. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen, mal wieder, um das besser erklären zu können. Praktisch gesehen würde es keinen großen Unterschied für mich machen, wenn ich die Theorieprüfung bestehen würde oder nicht. Mein ärztliches Attest läuft diese Woche, ist es glaube ich, diese Woche, Freitag, dem 9. Oktober, ab. Aber das ärztliche Attest brauche ich für die Theorieprüfung und für die Praxisprüfung. Die Praxisprüfung frühestens 2 Wochen, nachdem du die Theorieprüfung bestanden hast, machen. Frühestens. Das heißt, es kann sogar einen Monat dauern, bis du sie erst machen kannst. Wenn man jetzt das ärztliche Attest macht, dann geht man zur Fahrschule, gibt das ärztliche Attest ab, das wird denen weitergeleitet und dann, glaube ich, die Behörden oder so müssen das Ganze dann eben absehen, was genau sie machen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall dauert das momentan dann bis zu 7 Wochen. Bis zu 7 Wochen, okay? Das heißt, es würde keinen Unterschied machen, wenn ich die Theorieprüfung bestehen würde oder nicht. Da ich es jetzt nicht bestanden habe, ist es auch in dem Fall auch gar kein Problem, weil ich kann mich jetzt in vollkommener Ruhe ganz entspannt hinsetzen und in einem gewissen Zeitraum, beziehungsweise in gewissen Zeitabständen, 2 bis 3 Kapitel immer wieder dann durchnehmen. Vom Grundwissen bis zu A und B. Und dann kann ich die Prüfung immer wieder simulieren noch. Jetzt noch ganz kurz dazu, bevor das jetzt zu lange wird, weil ich filme gerade schon 5 Minuten und ich habe keinen Bock, dass das so lange wird. Die letzten 3 Wochen knapp, es waren knapp 3 Wochen, habe ich fast wirklich jeden Tag gelernt. Also das hat mich sowohl psychisch als auch körperlich tatsächlich eben belastet. Und nachdem ich die Theorieprüfung jetzt gemacht habe, es war mir vollkommen egal, ob ich sie bestehe oder nicht bestehe. In diesem Moment, nachdem ich sie gemacht habe, habe ich mich quasi frei gefühlt. Im Sinne von, ich habe diese Scheißzeit, die 3 Wochen absolute Scheiße hinter mir. Das ist ein bisschen vulgär und nicht so schön redend ausgedrückt, aber ich drücke es jetzt so aus, wie es halt ist. Also, ich will da jetzt keine. Ich will es nicht schön reden und ich will ehrlich sein. Meine Katze. Wobei, oh, das könnte auch der Craig sein, entweder Mel oder Craig, aber der Craig hat auch so ein ziemlich hohes Miauen. Für die, die neues Leben in der Bude gesehen haben, hier, so schaut er jetzt aus. Ich glaube, ich habe ein paar Szenen, ja, Training gehabt von ihm. Der ist echt groß geworden. Und noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Aber frech wie nie. Also. Ich fühle mich in dieser Hinsicht, was diese Thematik angeht, gut. Ich bin nicht traurig, dass ich sie nicht bestanden habe. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich irgendwie froh bin. Aber ich glaube eher, dass man das darauf beziehen kann, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit wieder habe, um einen freien Kopf zu kriegen und nicht jeden Tag in mich reinpumpen muss, jeden Tag die Theorie auswendig haben kann. Und daher meine abschließenden Worte. Falls du es bisher geschaut hast, gratuliere und danke. Und ich dachte mir, irgendwie, weil ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Pause gemacht habe, sehr viel David Dobriks Vlogs angeschaut habe, auf die bin ich da gestoßen, habe ich mich ein bisschen von ihnen inspirieren lassen. Einerseits, was diesen Vlog auch angeht, ja, das stimmt. Aber auch dieses Ende. Falls ihr Bock habt, in dem Video mal aufzutauchen, dann schreibt mir auf Instagram oder auch Twitter. Oder in den Kommentaren. Und ja, dann werdet ihr schon sehen, was dann passiert. Habt einen schönen Tag, Mittag, Vormittag, Mahlzeit, was auch immer. Lasst es euch gut gehen.